YouTube-Star Rezo hat sich in einem Video die CDU vorgeknöpft und das mit durchschlagendem Erfolg. Am Morgen hatten bereits fast 5 Millionen Menschen seinen Film gesehen und der ist immerhin 55 Minuten lang. Dass die Christdemokraten dabei nicht gut wegkommen, verrät bereits der Titel: Die Zerstörung der CDU. Rezo nimmt sich dabei die Drogen-, Klima-, Bildungs- und Sozialpolitik vor und belegt seine Aussagen mit Quellen. In den letzten 36 Jahren war die CDU 29 an der Macht. Das heißt, wenn die gut im Wirtschaften wäre und Politik für alle Schichten des Landes machen würde, dann würden wir das ja in den Statistiken sehen können. In diesem Zeitraum ging die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander. Der CDU-Generalsekretär reagiert dünnhäutig. Schlecht recherchiert sei der Beitrag und einseitig, behauptet er. Ich glaube, jeder, der sich das Video anschaut und vor allem in die Quellen schaut, die dort angegeben sind, sieht, das ist eigentlich eine Vermischung von ganz vielen Pseudo-Fakten. Und ich verbuche dieses Video unter einer ganz persönlichen Meinung desjenigen, der es erstellt hat. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer reagiert auf die Vorwürfe mit Humor. Ich habe mich gefragt, warum wir nicht eigentlich auch noch verantwortlich sind für die 7 Plagen, die es damals in Ägypten gab, sagte sie. Immerhin hat es Rezo mit seinem Video geschafft, dafür zu sorgen, dass sich wohl vorwiegend junge Menschen für Politik interessieren. Das ist dann irreversibel, nicht mehr.